Okay. Well, good morning and welcome to another shaving video. Well, so first of all, I don't know if you can hear it, but I have now installed the radio in my bathroom, so I have music or radio. Listen to music, listen to the news while I'm shaving or something here. Yeah. Didn't do a shave yesterday. Today, yes, going to use Gillette Tech Razor and Wilkinson Sword Blade. And this is this razor, the small Gillette Tech, the very light aluminium handle. Yes, this is a very mild razor. But we'll try not to use any pressure. Ein romantisches
gewesen, soll er sich immer wieder Würgevideos im Internet angeguckt haben. In der Diskussion um die mögliche Abschaffung des sogenannten Turbo-Abis in Hamburg sind die Leiter der Gymnasien gegen vorschnelle Entscheidungen. In einem offenen Brief lehnen sie ab, dass Schulen parallel das Abitur nach 8 oder 9 Jahren anbieten. Die Schulpolitik oder ein möglicher Volksentscheid sind heute auch Thema in der Bürgerschaft. Im US-Bundesstaat Washington haben Retter 3 Tage nach einem verheerenden Erdrutsch 2 weitere Leichen geborgen. Die Zahl der Toten ist damit auf 16 gestiegen. Weitere 8 Opfer wurden vermutlich aufgespürt, aber noch nicht geborgen. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Bei dem Erdrutsch in der kleinen Gemeinde Oso waren am Sonnabend rund 30 Häuser zerstört worden. Das geplante Andockmanöver 3er Astronauten an der internationalen Raumstation ISS ist am Morgen wegen einer Computerpanne vorerst gescheitert. Laut russischer Raumfahrtbehörde gab es Probleme mit dem Navigationssystem. Ein neuer Versuch ist für morgen Nacht geplant. Die beiden Russen und der Amerikaner sollen aber genug Wasser und Nahrung an Bord der Sojus-Kapsel haben. Und zum Fußball. In der ersten Bundesliga hat der FC Bayern am Abend zum 24. Mal den Meistertitel errungen. Mit dem 3:1-Sieg bei Hertha BSC sicherten sich die Bayern außerdem den frühesten Titel in der Bundesliga-Geschichte. Die weiteren Ergebnisse des 27. Spieltags: Dortmund, Schalke 0:0, Bremen, Wolfsburg 1:3 und Braunschweig, Mainz 3:1. Heute Abend der HSV zu Hause Freiburg. In der zweiten Bundesliga hat der FC St. Pauli bei Paderborn mit 0:3 verloren und im Kampf um die Aufstiegsplätze wichtige Punkte gelassen. Aktuell stehen Kiezkicker noch auf Platz 4 der Tabelle. Wissen, was passiert? Die nächsten Nachrichten gibt es in einer halben Stunde. So, well, a little was to shave, was okay. But usually I have no work today, but I am on standby, so that means I have to be ready and maybe they might call me because somebody else got ill or something. So I have to go to work then anyway. Weather is still quite good. Well, in the morning or over the day it's quite sunny and warm, but in the evening when the sun goes down it's cold, really cold. Straßen haben wir die meisten Stau.